Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mario Kart 7. Weiter geht's. Wir halten einen neuen Charakter, nämlich Metall Mario. Das ist ja süß. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wer der letzte Charakter war. Ich glaube, jetzt ist Bowser dran. Habe ich hier alle durchgespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme jetzt einfach mal Bowser. Ich glaube, er war der Nächste. Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich weiß auch nicht mehr, wie es mit den Karts aussieht. Ich habe wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Wenn ich hier gerade mal in meinen Ordner gucke... alles klar. Die erste Aufnahme, in der ich bisher alles andere aufgenommen habe, ist von... ja... April. Und solange habe ich das nicht mehr aufgenommen, habe mir auch nicht angeguckt, was ich überhaupt gemacht habe. So, ich nehme jetzt... was nehme ich denn jetzt? Also ich hatte jetzt die hier. Ich glaube, ich fahre nach oben. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas doppelt nehme oder nicht. Das ist hoffentlich nicht doppelt. So, die haben wir alle gemacht. Das heißt, weiter geht's mit dem hier. Mit Luigis Rennpiste, Bowsers Festung 1, Pilzschlucht und Luigis Mansion. Ja, da bin ich immer gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ich bin total aus der Übung. Ich werde voll abkacken. Aber es ist in Ordnung, weil ich habe gerade überlegt, ob ich die Adventure of Link aufnehme und habe... nachdem ich bereits im zweiten Part derart gescheitert bin, dass ich nur noch gekotzt habe, habe ich beschlossen, ich werde dieses Let's Play nicht bringen. Tja, so ist das Leben. Jetzt spiele ich stattdessen dann halt Link Between Worlds. Ja, läuft. Gut. Wir fangen an. Ich habe keine Ahnung von der Strecke. Ewig nicht mehr gefahren. Bam. Bisschen Speed. Oh, ich muss hier... oh, fuck, ey. What? Ey. Nicht höflich. Nicht höflich von euch allen. Stop it, Peach. Das ist mein Geld, Peach. Aber okay, wenn du drauf bestehst, dann fahre ich noch ein bisschen. Oh, nein! Ja. Ja, genau. Ich falle auch noch. Oh, nein! Ah! Ich habe nach hinten geworfen. Ich habe nur fürs Protokoll, ich habe nach hinten geworfen. Du kannst mir mal sonst was. Oh ja, das hast du dir so verdient, Erster. Ich werde hier mega abkacken. Ich bin gerade ultra schlecht. Aber wenigstens gibt es hier kostenloses Geld, das mich schneller macht. Und sogar auf 9 hochballert. Ja, okay, auf 7. Von mir aus auch. So. Aber nett, dass ich sogar einen Pilz krieg, den ich einsetze, um auf einer geraden Strecke schneller zu fahren. Ich bin so gut in dem Spiel. Bowser, nimmst du die auch mit? Digga? Nein, mein Tanuki! Nein, ich wollte den gerade einsetzen und den wehtun! Warum? Das ist so unfair! Ja, genau. Ja, genau. Sie tankt es. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Aha, ja. Erzähl mir doch mal mehr. Okay. Nein, ich wollte den einsetzen. Ah! Das ist doch nicht wahr, ey. Hör auf, Spiel. Das ist unfair. Oh, viel Spaß. Nein, der ist hoch. Dieser Wichser ist hoch. Oh yeah. Yes! Oh! Boah, Alter. Oh Gott, ging das schon schlimm los. Gar nicht schön. Aber okay, ich schaff das weiter. Eigentlich kann es mir ja egal sein, solange ich am Ende den Spiegelkopf freischalte, weil da werde ich eh total ultra kacke abschneiden. Also passt schon, glaube ich. Jeder 10-Punkte-Score, den ich habe, ist ein 10-Punkte-Score, den ich habe. Passt. So, wir haben den Wump und wir haben eine eckige Kuppen. Ja, wer findet denn sowas toll? Ganz ehrlich, ne? Das ist doch total scheiße, Mann, diese Map. So ungefähr, es tut mir leid. So. Brumm, brumm. Hui! Nein! Oh nein, verdammt! Oh, ich denke, ich kann mit dem Steuerkreuz lenken, weil das genauer ist. Aber man darf in dem Spiel nicht mit dem Steuerkreuz lenken. Oh! Gib Geld.
Oh, verdammt, der hat sich aufhalten lassen. Penner. Und man kann hier sogar schon ein Item tanken. Oh, das habe ich ganz vergessen, dass man hier Items tanken kann, ne? Viel Spaß mit dem Spaß. Oh yeah, ich habe ihn getroffen und er weint und er ist so hässlich und... Oh, Luigi, du hast keine Chance. Ach, du bist ja gar nicht Luigi. Dann hast du erst recht keine Chance. So. Wow, Hilfe! Und erneut fällt mir auf, wie unfassbar schlecht der 3DS in der Hand liegt. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist überhaupt nicht feierlich. Ich verkrampf hier schon wieder halb, weil der 3DS so scheiße in der Hand liegt. Das ist... wenn man gute Controller gewohnt ist, ne? Geht, ey. Nein! Och Mann, ey, das war so gut. Also bis halt auf den Punkt, wo ich nicht mehr so gut war. Ich sehe alles, ihr seht nix. So. Bam! Zerstört. Komplett zerstört. Absolute Vernichtung. Ey, Yoshi so gar nichts und ich so alles. Bam! Okay. So, 7 Punkte Unterschied. Das ist natürlich schon mal ziemlich praktisch. Da hat sich wohl ein bisschen was an den Gegnern verändert. Wieso sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Sie sollten mal besser fahren, sage ich mal, ne? Weil aktuell bin ich ja gar nicht so schlicht Erster. Wenn ich jetzt noch einmal gescheit gewinne, ist das eigentlich schon safe ein Goldpokal. Und da sage ich, dann kommt die Strecke. Ich werde sowas von abfacken, weil ich in dem Spiel so schlecht bin, sowieso. Weil der 3DS echt kacke in der Hand liegt. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, den New 3DS XL ein bisschen handlicher zu machen oder so, aber das ist echt nicht schön. Bäm, bäm, geh weg, geh auch weg. Hört auf zu hupen. Das gehört sich nicht. Ich bin der König des... What? Was? Nein! Hä? Warum? Warum habe ich überhaupt darüber geredet, was passiert, wenn ich jetzt gut Erster werde? Als ob ich gut Erster werde. Ja, hol dir wenigstens deine Jumps ab, ey. Ja, toll, 3 Pilze, ey. Das hilft mir überhaupt nicht. Gib mir lieber mal irgendwas, was gut ist. So. Bam, bam. 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 Ich könnte jetzt abkürzen, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher und ich will es nicht riskieren. Aber ich will gerne noch eine Münze und bam, so. Ihr könnt mir alle gar nichts, aber ich habe den Speed und das Geld. So, Nein, nein, ach scheiße, ich hab... wo ist dein Spezialeffekt Jump, wo du fucking... Ja, genau, als ob, ihr mich auch, weißt du, 2 Münzen, dann kommt der Stachel genau in der Sekunde, wo ich Erster werde. Als ob die das alles predicted haben. Also, ich kämpfe hier gegen Experten, wie man sehen kann. Warum bin ich da? Ich bin kein Fan dieses Spiels. Ja, hätte ich das gewusst, dass ich hier Geld abstauben kann, ne? Toll, danke Mario. Du kannst mich auch mal, ey. So, und fahr schön weiter, beschütze mich weiter mit dem Ding, weil ich es kann. Hier ist diesmal keine Banane, die mich ankotzt. Oh, ich hätte gern Geld. Ich werde mir das Geld hier immer noch nicht holen. Wieso auch immer ich da jetzt so weit gesprungen bin, das ergibt sich mir nicht ganz. Ja, ist mir in Ordnung. 9 Münzen ist schon mal gut, zwecks... Als ob! Als ob, ey. Nein! Oh mein Gott, ich bin nicht runtergefallen. So, die 10 nehme ich mit. Oh, oh, und Yoshi ist gefährlich. Nein, nein, nein. Was, der war schon ein Ziel? Was? Wo bitte kamst du denn her? Hä? Ja, alles klar, Mario, du kleiner Wichser. Wegen dir muss ich jetzt tatsächlich noch einmal nicht letzter werden. Toll, ey, du bist ja toll. Das erste Mal glaube ich, dass ich nicht die vollen 40 Punkte am Ende haben werde, weil Mario irgendwo so gecheatet hat, so Teleport-Glitch und was weiß ich, ey. Wo soll der bitte hergekommen sein? Wann hat er mich überholt? Hä? Ach komm, ey. Okay, wir fahren jetzt Luigis Mansion. Oh, ich habe abgebrochen, naja, egal. Vielleicht sehen wir sie irgendwann anders mal. Oder wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr es ja einfach bei einem anderen Let's Play nachschauen. Damit kann ich leben.
Mit dir da vorne kann ich nicht leben, Freundchen. Ja, genau, ihr seid alle so schnell und ich bin so voll langsam oder was? Habe ich mega Karteile oder was? Haha, Idiot. Ich bin so freundlich zu diesen Leuten. Ja, das hast du dir aber mehr als verdient. Und dass die lange auf sich warten lassen würden. Hol dir Geld. Oh ne, der holt sich die ganzen Münzen und ich krieg keine ab. Das ist so... Oh doch, ich krieg welche ab. Und ich flieg schon wieder. Woo! Yeah! Freu dich, ich habe 9 Münzen. Ich werde dir so dermaßen davonfahren. Hier nämlich. Das trifft. Fuck. Das ist, als ob der nicht trifft, ey. Das ist ja nicht wahr. Was? Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Ja, genau, dann komm. Ja, das kannst du, kannst mich mal am Arsch lecken, Freundchen. So triffst du mich ja jetzt nicht so billig, ja? Brauchst du gar nicht zu glauben. Jetzt bin ich wieder nicht Erster, weil diese Penner, ey, das... Ach, das kotzt mich so... Ja, ich will den einholen! Wetten, Mario hat wieder irgendwas Krasses, so 5 Rote oder 6 Rote oder alle Rote. Das ist... Das kann man bei dem gar nicht... Ja, okay, dann habe ich halt keinen Turbo gekriegt, okay... Oh, gib mir doch einfach einen roten! Pferde kann man Leute nicht zu Tode ärgern! Ja, 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 alles klar, ich verstehe. Ja, genau, eine Banane! Komm, ey! Das ist doch nicht mehr normal! Ja, hallo, meine Banane! Als ob ich jetzt noch Vierter werd! Mit! Und von dem überholt werd, der nur einen einzigen! Klar. Alles klar. Komm, Yoshi, du kannst mir mal am Arsch lecken. Komm hier, überhol ich jetzt. Du haust ab. Ja, du bist hier nicht erwünscht. Ja, natürlich war da ein Baum. Das ist ja klar. Alter, als ob. Da höre ich doch schon wieder Rote, oder? Nee, nicht mal mehr. Na, immerhin. Alter, was zur Hölle, ey? Du, der Stachel, der wartet immer bis... Oh Mann, Na egal, 38 Punkte, 10 Punkte Unterschied. Mario kann mir mal gar nichts. Ich bin Bowser, ich habe ihn zerstört und seine ganze Kindheit. Und alles, was nur dazugehört. So, Peach hat schön gelost, das ist verdient. Wahrscheinlich hat sie den Stachel geworfen, das würde mich nicht wundern. Dafür wurde sie letzter, für so viel Bosheit wurde sie vernichtend bestraft. Okay, wir machen mal weiter. Schauen uns die Ergebnisse an. Was ist das? Wenn das schon wieder so losgeht, ne, da könntest du schon wieder kotzen, ey. So, also, zeig mir mal die Ergebnisse. Da bin ich mit meinem wunderschönen Sonnenschirm. Das passt natürlich auch perfekt zu Bowser. Ich hätte eine perfekte Saison fahren können, aber nein. Schuld ist Mario. Schuld ist einfach wieder mein Erzfeind Mario. Den sollte man mal verprügeln. Oh, 2 Sterne und ich hätte 3 gehabt, hätte mein Erzfeind Bowser mich nicht so Mario und mich nicht so genervt, weil der da irgendwo, ich will mal wissen, ich bin auf die Wiederholung gespannt, wo der da vorbeigefahren sein soll. Angeblich mit seinem Topspeed von 100.000 mal der Geschwindigkeit vom schnellsten Charakter im Spiel, so ungefähr, weißt du? Jedenfalls ist ein neuer Charakter verfügbar und dann sage ich mal... Falls euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!